Und willkommen zur rechten Ecke, diesmal draußen. Das ist unsere Folge Nummer 5, oder? Ich glaube ja. Geil. Marcel, wo sind wir und warum sind wir hier? Ja, wir sind vorm Brandenburger Tor am Pariser Platz. Heute ist hier mal ausnahmsweise eine Demo für Israel, nachdem in den letzten Tagen Synagogen belagert wurden, es ganz schlimme antisemitische Demonstrationen gab, vor allem von islamistischen Araberhorden. Und heute erhebt sich hier die Zivilgesellschaft sozusagen dagegen. Was glaubst du, wie wird das überhaupt da ausgehen? Ich sehe hier ältere Menschen und es sind auch nicht so viele Leute da und überall ist Polizei und hier sind also sehr viele Sicherheitskräfte. Also die Demo beginnt ja erst in einer halben Stunde und es fühlt sich eigentlich ganz gut und gut, dass Sicherheitskräfte da sind, denn es könnte ja ein explosiver Gast aus Nahost dabei sein. Naja, andererseits, wir sind ja auch in Berlin-Mitte, direkt am Brandenburger Tor. Es ist ja nicht so, als wäre das hier jetzt der Hotspot der Islamisten-Szene. Das wäre ein perfekter Ort für einen Terroranschlag, würde ich mal so sagen. Hallo Christian Lindner, ich meine natürlich Jonas Dünzel, also der zweitbestaussehendste Jungpolitiker Deutschlands. Wer ist denn der Beste? Kein Kommentar. Herzlich willkommen im Bundeshauptland Berlin. Hm. Ja. Du kommst aus dem beschaulichen Sachsen. Aus dem wunderschönen Sachsen, würde ich tatsächlich sagen. Ja, und gab es in Sachsen vor 2015, also vor der Massenmigration aus afroarabischen Staaten, solche Sachen wie hier in Berlin oder in Bonn, dass Synagogen belagert werden, dass Araber und Islamisten durch die Straßen ziehen und die Stadt auseinandernehmen? Das ist eine aktuelle Frage. Ich hatte vor zwei Tagen ein Video auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht gehabt, wo ähnliche Szenen, wie wir sie in Gelsenkirchen oder jetzt in Berlin gesehen hatten, sie auch in Dresden direkt im Zentrum abgespielt hatten. Und ich hatte da dazu geschrieben, dass sowas vor 10 Jahren undenkbar gewesen wäre. Shalom, guten Tag, Herr Bronson. Shalom. Warum sind Sie oder kein anderer Politiker von der AfD heute auf der Redebühne hier bei der Pro-Israel-Demonstration? Ja, es ist ganz einfach, wir sind nicht eingeladen worden. Ich habe davon erst heute erfahren. Wie immer ist das eine Veranstaltung der Altparteien. Man will kundtun, dass man mit dem Ganzen, was da zum Beispiel in Neukölln passiert ist, mit der sehr aggressiven Judenhass, mit dem Antisemitismus, der sich da zur Schau gestellt hat, dass man damit gar nichts zu tun haben will. Ist das nicht besonders bitter, da die AfD ja vor allem als sehr pro-israelische Partei im deutschen Parlament auftritt und als einzige Partei im Bundestag Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt? Es ist auch deswegen besonders bitter, weil wir schon sehr frühzeitig gesagt haben, wir haben es hier mit importierten Antisemitismus zu tun. Ja, also Merkel hat die Situation ja sehr treffend beschrieben mit, nun sind sie halt da. Nun sind sie halt da, aber was macht man mit denen? Also der Grundansatz ist ja ziemlich einfach. Fast alle, die damals 2015 hergekommen sind, sind, wie wir wissen, illegal nach Deutschland gekommen, weil diese Drittstaatenklausel ja nicht greift für Deutschland, weil ja immer dazwischen ein sicheres Land gelegen haben muss. Und viele von denen sind auch nur geduldet hier. Das heißt, wenn man da konsequent reingeht und diejenigen abschiebt, die ja kein Recht haben, wäre schon viel getan. Und dann natürlich Aufklärung, dass sowas, wie wir es jetzt gesehen haben, in den Städten in Deutschland nicht weiter passiert oder nie wieder passiert, hoffentlich. Ja, nun sind sie halt da, so geht es nicht. Wir haben eine 250.000 sofort Ausreisepflichtige in unserer Republik. Und damit müsste man anfangen, diese Leute müsste man tatsächlich ausreisen lassen und zwar darauf bestehen. Dieser Herr Bronson, Hugh Bronson, der war sehr, sehr sympathisch. Sollen wir ihn mal in die rechte Ecke einladen, also in deine Küche? Absolut. Ja, Herr Bronson ist ja doppelter Staatsbürger, Brite und Deutscher, obwohl die AfD eigentlich gegen den Doppelpass ist. Und das würde mich mal interessieren, wie ihr die Queen mit Mama Merkel vereint. Ah, ich wüsste gerne, wie er sich aus der Situation herausredet später. Im Jahr 2050 hat Deutschland 20% muslimische Bevölkerung. Das ist der ungefähre Bevölkerungsanteil der Muslime in Israel momentan. Also Deutschland 2050, israelische Nahostzustände. Das will ich nicht hoffen, aber ich finde, die Bundesregierung und auch die Landesregierung tun viel zu wenig. Es kann nicht sein, dass hier Menschen, die als Asylanten bei uns sind oder die hierhin migriert sind, teilweise noch ohne jeglichen Pass und anderes, hier ihre antisemitischen Parolen, aber vor allen Dingen ihren Aktivitäten eben bis hin zu körperlichen Angriffen etc. durchführen können. Das darf nicht sein in Deutschland. In Israel ist der politische Mainstream rechts und links, Smolani, gilt als Beschimpfung. Was
glauben Sie, wie kann man in Deutschland den Begriff rechts positiv besetzen? Ach, ich glaube, dass sich diese Begriffe fast schon überholt haben. Ich glaube, es gibt zwei Weltanschauungen. Die einen sind eben sozialistisch und auf die Internationalität ausgerichtet. Und es gibt eben diejenigen, die konservativ strukturiert sind und die eine nationale Identität befürworten. Übrigens genauso, wie man das in Israel jeden Tag lebt. So, Israel lebt von seiner nationalen Identität und nur darum geht es dem Land noch so gut. Hallo, guten Tag, Frau Höchst. Sie sind Bundestagsabgeordnete und was noch viel wichtiger ist, Sie sind Lehrerin vom Beruf. Wir sind hier bei dieser Pro-Israel-Demonstration. Die ist eine Antwort auf den starken Antisemitismus in Deutschland, der sich sehr gewalttätig äußert, vor allem von muslimisch-arabischer Seite. Synagogen werden belagert. Sie als Lehrerin, glauben Sie, dass unsere Goldstücke oder Migranten, Flüchtlinge, die aus diesen Kulturkreisen kommen, wo man eher Juden hasst, dass die beschulbar sind, dass man die belehren kann eines Besseren? Also es ist unwahrscheinlich schwierig für Kinder, die mit der Muttermilch Israel-Hass aufsaugen und so sozialisiert werden, dass Juden, aber auch Christen oder andere Völker minderwertige Menschen sind. Es ist schwierig, da im Erziehungs- und Schulsystem Zugriff zu nehmen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass zu dieser Demonstration vielleicht auch viele Schüler kommen oder junge Leute, die sich einfach mal anhören, was hier auf der Pro-Israel-Demo gesagt wird. Haben Sie als Lehrerin Antisemitismus bei Schülern mal kennengelernt? Aber holla, ich war als Lehrerin, es ist jetzt zwar schon fast 20 Jahre her, aber am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Mönchengladbach, Veit Mühlfort. Und dort waren sehr viele, die auch dem salafistischen Verein von Pierre Vogel angehörten, diese Eintritte ins Paradies oder wie das hieß. Und da waren einfach Schimpfwörter auch gang und gäbe, wie du Judensau oder du, also es war spürbar, wer dort sich für eine neue Herrenrasse hält und was das für alle anderen bedeutet. Also das hat mit Vorurteilen nichts zu tun, das habe ich selbst erlebt. Israels Existenzrecht steht nicht zur Debatte. Um es klar zu sagen, der Schutz der israelischen Bevölkerung ist für Deutschland so relevant wie der Schutz der eigenen Bevölkerung. Da vorne redet gerade Cem Özdemir von den Grünen und er meinte, dass für die Bundesregierung oder für Deutschland der Schutz der israelischen Bevölkerung genauso einen hohen Wert genießt wie der Schutz der eigenen Bevölkerung. Das sieht aber ganz schlecht aus, würde ich sagen, oder? Walter Borjans, der Vorsitzende der SPD, meinte auch, dass Deutschland und die SPD mehr Einfluss in Israel haben sollten. Das sind keine guten Nachrichten. Für die Israelis. Aber auch leider nicht für uns, denn leider können wir Benjamin Netanyahu nicht zum Bundeskanzler geben. Dann wären nämlich alle schon geimpft, die Grenzen wären sicher und es gäbe weniger Arbeitslosigkeit. Und ein Drittel der Bevölkerung wäre bisexuell. Ich glaube, Israel hat viele Probleme, die sich in Deutschland auch andeuten. Es geht darum, Meinungsfreiheit zu verteidigen, Souveränität zu verteidigen und für Rechtsstaatlichkeit zu sorgen. Ich war mehrfach schon da. Es ist ein wunderschönes Land. Ich glaube, Israel ist ein Vorbild für Deutschland in vielen Bereichen, was Wehrhaftigkeit angeht, was die Bereitschaft, was ein feines Gespür für Demografieentwicklung angeht. Warum seid ihr heute hier? Also wir wollen, dass dieser Krieg aufhört und dass Menschen nicht sterben und ein friedliches Zusammenleben der Völker im Nahen Osten passiert. Und ihr seid Kurden, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir sind Kurden und wir sind hier heute, um unsere israelischen Brüder und Schwestern unterstützen, weil wir denken, unsere Geschichte hat das sich wiederholt. Israel und Kurdistan haben ja eine große Gemeinsamkeit auch, nämlich weibliche Soldatinnen. Bist du auch Soldatin gewesen in Kurdistan? Ja, als ich da war, ich war 2 Jahre gegen ISIS gekämpft. Aber wow. Ja.
Kol hakavod. Was ist Ihre Beziehung zu Israel oder zu Judentum? Wir sind jüdischer Herkunft. Also Germania, damit der Berivrit? Wir sprechen kein Ivrit, nein, aber wir sind von Russland eingewandert vor 30 Jahren. Meine Tochter ist hier geboren worden. Aber wir fühlen uns zugehörig natürlich. Die starken Ausschreitungen, die es in Neukölln gab am Wochenende und auch die Attacken auf Synagogen, macht Ihnen das Angst? Angst nicht wirklich, aber beunruhigt sehr, ja. Ja, das war's jetzt wohl. Die Veranstaltung ist vorbei. Wir fahren jetzt alle nach Hause. Und was haben wir überhaupt aus dieser Veranstaltung lernen können? Tja, dass die Politiker der großen etablierten Parteien mal wieder nur viel geredet haben. Die einzige Partei, die wirklich Lösungskonzepte gegen den Antisemitismus und gegen Gewalt auf der Straße in Deutschland hat, von Leuten, die nicht hierher gehören, ist wieder mal die AfD. Absurd eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Vor allem deswegen, weil das eigentlich total einfach ist. Wir haben hier nämlich sehr viele Polizisten, sehr viele Sicherheitskräfte, die das Ganze hier auch abgesichert haben, ist es ja wirklich nicht schwierig, diese Leute auch in den Hotspots einzusetzen, ja, wo dann die Probleme beseitigt werden. Aber die Kräfte der Polizisten sind ja gebunden, da sie Kindergeburtstage auflösen müssen oder Rentnerinnen verhaften, die zusammen Kaffee trinken. Das ist wirklich passiert, oder? Ja. Wow. Ich war schon lange nicht mehr in Deutschland, Mann. Wer Deutschland liebt, sollte es nicht besuchen. Wow, das hat mich jetzt tief getroffen. Okay, gut. Und ja, bis bald und denkt daran, rechts ist richtig, links ist giftig. Kommentieren, abonnieren. Bye, bye.